Am Samstagnachmittag hat es einen schweren Unfall am Ortsausgang von Rummerode in Richtung Walburg gegeben. Ein 18-Jähriger aus Großalmerode verunglückte dabei tödlich. Der junge Mann sei noch am Unfallort gestorben, berichtet die Polizei. Wie es zu dem Unfall gegen 13.55 Uhr gekommen ist, ist noch unklar. Die Spuren auf der Straße deuten darauf hin, dass der Mann mit seinem Wagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und dann auf der linken Seite gegen einen Baum geprallt ist. Ein Zeuge, der in der Nähe im Wald gearbeitet hatte, hatte den Notruf abgesetzt. Er war durch einen lauten Knall aufmerksam geworden. Augenzeugen gibt es nicht. Die Straße zwischen Rommerode und Walburg war zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Hessisch-Lichtenau und Walburg waren im Einsatz.